Hallo zusammen. Heute kommt eines der schwierigsten Projekte, die ich mir bislang vorgenommen habe. Ein Projekt auf insgesamt 5 Achsen gedrechselt. Um herauszufinden, ob das technisch überhaupt umsetzbar ist, habe ich hier einige Prototypen angefertigt. Ob das klappt, viel Spaß beim Video. Als Material verwende ich hier Ahorn. Schlichtes Holz eignet sich besonders gut, wenn das Werkstück markante Konturen haben soll. Beim Abtasten des gewünschten Durchmessers muss man besonders gut aufpassen, den Messschieber wirklich senkrecht zu halten und nicht zu verkanten. Sonst misst man irgendwas, aber nicht das, was man braucht. Unser Werkstück befindet sich ca. 3 cm von der äußeren Kante entfernt. Das hat einen besonderen Grund. Der Rohling verfärbt sich 2-3 cm tief und das wollen wir nicht haben. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Beim Anfertigen von den Prototypen habe ich schnell gemerkt, ohne besonders präzises Arbeiten ist das Projekt unmöglich. Alle 45 Grad markiere ich hier diese Linien. Hier nutze ich die Einspannvorrichtung fürs Drechseln der Kugeln. Diese haben ebenfalls die gleichen Markierungen erhalten wie unser Werkstück. Die Linien des Werkstücks und der Einspannvorrichtung werden exakt miteinander ausgerichtet. Das Werkstück ist nicht hundertprozentig sicher eingespannt, daher ist man hier ganz gut beraten, wenn man sich seitlich von der Flugbahn stellt. Das Ziel ist es hier, dass sich die beiden Kreisbahnen treffen. Bevor sie das tun, möchte ich hier aber noch eine Verzierung einbauen. Und schon wieder vergessen, auf die Maserung zu achten. Man könnte hier eigentlich schon aufhören, das wäre schon ein passables Werkstück, aber wir wollen noch einige Schritte weitergehen. Ich hatte keine passenden Robiniendübel mehr. Das Werkstück darf aber nicht ausgespannt werden, um welche nachzudrehen. Was tun? Jetzt hat er's gelernt. Er achtet auf die Maserungsrichtung. Hier treffen sich bereits einige Kreisbahnen, andere wiederum nicht. Hier darf ich auf jeden Fall nicht mehr weiter drechseln und muss es später per Hand bearbeiten. Damit könnte man sich eigentlich schon zufrieden geben, aber Dr. Benner, the crazy wood guy, geht noch einen Schritt weiter. Das war ein bisschen viel, die Kreisbahnen müssen sich treffen, aber nicht ineinander übergehen. Streiflicht erleichtert mir das Anpeilen der gewünschten Kontur. Der ganze Prozess hat nur 2 Stunden gedauert, also gar nicht mal so schlimm. Der Verschnitt muss möglichst klein gehalten werden, deswegen benutze ich keinen Abstechstahl. Hier benutze ich eine Japansäge. Das Schöne an einer hoffnungslos überfüllten Restebox ist, es gibt da immer das passende Stück.
oder zumindest fast, diesem Riss hier, dem traue ich nicht über den Weg und musste mir ein neues anfertigen. Die neue Ausgabe vom Drechsler Magazin ist da, aber nanu, was ist denn da? Da steht ja mein Name drauf. Wer Interesse hat, kann das Magazin bestellen, Link dafür ist in der Videobeschreibung. Ahorn mag keine dreckigen Pfoten, deswegen vor der Oberflächenbehandlung Hände waschen und feinschleifen. Shellack, eine der ältesten Oberflächenbehandlungen, wird sogar in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. In der Anwendung allerdings nicht ganz so einfach, man muss sich da schon ein wenig Zeit nehmen. Drei Schichten, ein Zwischenschliff und dann nochmal fünf Schichten drüber. Die beiden Dosenhälften sollen mit einem Scharnier und zwei Magneten festgehalten werden. Als Scharniere habe ich einen dieser Zylinderscharniere benutzt. Ich verlinke sie dir unten in der Videobeschreibung. Unsere Dose erhält noch einen Sockel und einen Finial aus gebeizter Robinie. Der 60 Grad Anschliff der Schalenröhre, der gefällt mir persönlich nicht so gut, deswegen schleife ich nochmal um auf knapp 45 Grad. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man mit einer CBN-Schleifscheibe schleifen kann. In 5 Minuten war der Prozess abgeschlossen und das Ganze ohne die Schneide kühlen zu müssen. Jetzt kommt wieder meine selbst angesetzte Beizmischung aus Essigessenz und Stahlwolle zum Einsatz. Den Shellack trage ich ziemlich dick mit dem Pinsel auf. Wenn er trocken ist, dann schleife ich ihn nochmal zwischen und dann kommt noch eine Schicht drüber. Ja, und hier habe ich mich gewundert, warum die Zentrierspitze nicht mehr mitläuft. Was ist denn da los? Nein, das ist ja witzig. Nicht. Herr Benner, sehr, sehr gut gemacht. Zum Glück war der Rolling lang genug und es konnte weitergehen. Beim Zwischenschliff muss man sehr darauf aufpassen, nicht durchzuschleifen, denn die Beize dringt nicht tief ein ins Holz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du magst, kannst du den Kanal gerne abonnieren.
Es folgen noch viele weitere spannende Projekte. Bis zum nächsten Mal.